Im Rahmen einer weiteren Kategorie können wir Metta kultivieren für eine Person, die uns gleichgültig ist. Manchmal spricht man von einer neutralen Person, wobei es wahrscheinlich keine neutralen Personen gibt, aber jemand, den wir vielleicht kennen, vielleicht nicht. Jemand sein, den wir täglich sehen oder begegnen und nicht kennen, oder jemand, den wir gut kennen, aber der uns einfach ziemlich egal ist. Also ist okay, wenn sie da sind, und es wäre auch okay, wenn er oder sie nicht mehr da wären. Jemand, vielleicht einfach, den wir hier sehen und dem gegenüber wir uns nicht besonders angezogen oder abgestoßen fühlen. Wählt jemanden. Wenn ihr nicht wisst, wie die Person heißt, könnt ihr einen neutralen Namen für sie erfinden und entscheidet euch für jemanden. Es muss nicht die perfekt neutrale Person sein. Und um es gleich vorauszuschicken, wenn ihr nach ein, zwei Sitzungen findet, dass die Person jetzt nicht mehr neutral ist, ist es okay, dass die Idee, müsst ihr nicht gleich wieder wechseln für eine weitere, noch neutrale. Manche finden das einfacher, weil man frisch-fröhlich projizieren kann, wenn man die Person vielleicht gar nicht kennt. Andere finden es schwierig, weil es nichts Fassbares gibt, wenn man die Person nicht kennt. Die unmittelbare Ursache, alle Menschen haben gute Qualitäten. Alle Menschen möchten glücklich sein. Auch wenn wir die Person überhaupt nicht kennen, ist ziemlich sicher, dass das auch für die Person zutrifft. Und wenn ihr euch eine gute Qualität dieser Person vorstellt, ist es vielleicht einfacher, vielleicht ist es auch nicht nötig. Schaut, was funktioniert. Ein wichtiges Prinzip in der Metta-Meditation ist, dass wir dort üben, vor allem zuerst dort üben, wo es möglich ist, wo es geht, wo wir dabei bleiben können. Und dann, wenn das besser geht, gehen wir weiter zu einer Kategorie, die ein bisschen schwieriger ist, und eben vielleicht eine neutrale, und wenn das auch geht, zu einer schwierigen Person. Und immer wenn es zu schwierig wird, gehen wir zurück dorthin, was relativ einfach ist. Es ist sehr anders auch als im Vipassana, wo wir gerade auch dort, was schwierig ist, wo Hemmnisse da sind, wo unerwünschte Erfahrungen da sind, dass wir eben dort unsere volle Aufmerksamkeit hingeben und uns hinannehmen und loslassen und Gelassenheit üben. Das ist hier ein bisschen anders. Es ist hier weniger sinnvoll, dort zu praktizieren, wo es schwierig ist. Es ist ja manchmal so eine Tendenz, ich gehe dorthin, wo es am härtesten ist, und dann kommt ein Metta. Geht dorthin, wo es funktioniert. Nicht funktionieren heißt, wenn ihr Metta kultivieren wollt für eine Person und die ist schwierig und ihr verliert euch in Geschichten, was damals war und was euch verletzt hat oder was euch heute noch ärgert. Also immer wenn wir in etwas abrutschen, was eben nicht mehr Metta ist, und wenn das immer wieder passiert, dann ist das wahrscheinlich ein Grund, dass wir zurückgehen sollten, dort was einfacher ist, zu uns selbst oder zu der Person, bei der es uns ganz leicht fällt. Und dann nach einer Weile, wenn wir wieder besser etabliert sind, wieder dorthin, wo es etwas schwieriger ist. Und genau das gilt eben schon für die Person, die uns gleichgültig ist. Wenn es zu schwierig wird, geht zurück. Und dann nach einer Weile geht wieder hin. Jetzt nicht 10 oder 20 Mal pro Stunde, aber vielleicht, wenn es sein muss, 2-3 Mal wechseln. Auch hier wieder ist es sinnvoll, mit sich selbst zu beginnen. Und dann, je nachdem, wenn ihr durch alle, sind es jetzt 4 Kategorien durchgehen wollt in dieser Zeit, oder nur euch selbst und dann mit der neutralen Person, schaut, was für euch stimmt. Aber schaut, dass ihr euch klar entscheidet jeweils, wo ihr seid, und dann bleibt eine Weile.
Kontakt mit sich selbst, mit den Sätzen, wissend, was wir sagen, und nicht mechanisch, nicht auf automatischen Piloten, und in Kontakt mit der Person, wenn es Meta für eine andere Person ist.